Guten Morgen, heute wieder mal eine Folge von Best of the Vegan Industry. Ein Format, wo ich explizit eine Sache eines anderen veganen Kanals hervorheben möchte. Ich sage das immer wieder, es gibt für mich keinen perfekten Kanal. Überall finde ich Ansatzpunkte zur Kritik. Sogar ich selber auf meinem eigenen Kanal. Aber das Format dient dazu, einfach mal zu loben. Einfach mal dieses elende Rumkritisieren an anderen ausgehend vom eigenen Ideal zu lassen und nur die Sachen zu erwähnen, die man toll findet, ohne ein Aber, was dann meistens dann doch irgendwo um die Ecke geschissen kommt. Nein, heute wird gelobt und heute lassen wir es krachen. Marlon von Raw Future lebt nicht nur vegan, sondern roh vegan, um eben die Nahrung unbeschädigt zu konsumieren. Doch das ist nicht der Grund, was ihn für mich besonders hervorhebenswert macht, sondern die unglaubliche Kreativität in der Zubereitung seiner Rezepte. Ob es selber hergestelltes Proteinpulver aus Brennnesselsamen ist, Sauerampfereis oder eine Schokocreme aus einem Riesenbovist, seine Rezepte und auch seine Ideen sind immer kreativ und zeigt, wie wirklich unendlich die Möglichkeiten der Kombination und der Zubereitungsmöglichkeiten von natürlichen Lebensmitteln sind. Kreativität, von vielen Menschen als Hobby oder als Eigenschaft, die dem Künstler vorbehalten ist, eingeordnet. Das ist die Eigenschaft des Menschen, die uns zu dem Fortschritt gebracht hat, wo wir heute stehen. Positiv wie negativ. Natürlich wurde Kreativität auch eingesetzt, um Kriege zu gewinnen oder Menschen auszunutzen. Aber je weiter wir in der Geschichte der Menschen voranschreiten, umso offensichtlicher wird es, dass die Kreativität sich immer mehr durch positive Entwicklung bemerkbar macht. Kreativität erlaubt es auch unterprivilegierten Menschen, die gesellschaftlich aufgrund ihrer Kultur, ihrer Hautfarbe oder ihres geringen Vermögens nicht so angesehen sind, Akzente zu setzen und sich Gehör zu verschaffen. Kreativität ist eine Möglichkeit, neue Dinge zu schaffen, schöpferisch zu wirken. Viele Menschen reden immer davon, dass es einen Gott gibt, der uns geschaffen hat, egal wie der Gott jetzt heißen mag. Aber uns hat kein Gott geschaffen, sondern eine schöpferische Kraft der Energie des Universums von mir aus. Nennt sie göttliche Kraft oder versucht physikalische Gesetzmäßigkeiten dazu zu finden, aber es ist eine schöpferische Kraft. Und unsere Existenz ist daraus entstanden, aus einer schöpferischen Kraft. Eine Kraft, die immer neue Sachen hervorbringt. Und genau das ist ja Kreativität. Wir sind Kreativität. Dieses immer wieder neue Erschaffende, was wir mit unserem Gehirn initiieren, das ist dieselbe Energie, die alles bestimmt. Wir können sogar unser eigenes Gehirn ständig neu erschaffen. Hirnforscher nennen dies Neuroplastizität. Mit unseren Gedanken ändern wir die organische Struktur unseres Gehirns. Und Kreativität ist der Schlüssel. Daher lasst eure Kreativität, eure schöpferische Kraft raus und experimentiert mit eurem Essen, mit eurem Hobby und mit eurem Leben überhaupt, so wie das der Marlon tut. Kreativität schult auch Eigenschaften, die euch in eurem Leben auch bei anderen Dingen von Nutzen sind. Ausdauer. Da am Anfang eines kreativen Prozesses immer eine Aufgabe steht und diese sich meistens nicht immer irgendwie schnell erledigen lässt, sondern konstruktive Hartnäckigkeit benötigt, wird eure Ausdauer geschult. Die Neugier und die Offenheit, die dafür sorgt, dass man neuen Dingen auch offen gegenüberstehen muss, weil man will ja erkennen, man will verstehen, man muss neu kombinieren, weiterspinnen und ausprobieren. Man bleibt dynamisch und nicht stehen, man lebt sein Leben. Spontanität, wer kreativ ist, der wird einfach mal einen langfristigen Plan zur Seite legen können, weil er erkennt, dass eine Lösung auch durch eine spontane Eingebung oder eine Intuition viel schneller zu erreichen ist. Selbstvertrauen. Wer kreativ ist, der baut ein Selbstvertrauen auf, eine innere Unabhängigkeit. Man geht den Schwierigkeiten nicht aus dem Weg, sondern man stellt sich ihnen. Kreativität bedeutet, dass man sich nicht kritiklos anpasst und Konflikte einfach erträgt,
sondern fördert die Überwindung konventioneller Denkblockaden. Und Komplexität. Unser Leben, die Welt, das Universum, das ist komplex. So komplex, dass wir es gar nicht in Gänze erfassen können. Also lasst uns wenigstens versuchen, etwas in die Richtung unserer Natur zu rücken. Weg von dem einfachen Denkschemata, sondern die grundsätzliche Bereitschaft entwickeln, innerhalb der kreativen Prozesse vielschichtige Informationen, parallele Lösungsansätze nebeneinander bestehen zu lassen und wirklichkeitsnahe, multidimensionale Problemwahrnehmungen zu realisieren. Denn kreative Lösungen sind eine absolut super Voraussetzung für eine umfassende und auch eine viel realistischere Sicht auf die Umwelt. Das alles bedeutet Kreativität und nicht mit einem Buntstift auf einem Blatt Papier rumzumalen. Und Marlon zeigt uns diese Kreativität auf der Ebene der Ernährung. Er ist ein Meister der kreativen Rohkost und entsprechend bekommt er von mir auch den Titel Best of the Vegan Industry. Ansonsten bleibt mir nur noch Euch ein tolles Wochenende zu wünschen und der Appell, seid kreativ, schmeißt einfach mal 5 Zutaten auf den Tisch und macht was draus. Genau wie in meiner Mission Vegan 5, wo wildfremde YouTuber die Zutaten des vorigen YouTubers übernehmen und kreativ sein müssen. Die Playlist dazu findet ihr oben in den Infokarten. Und wenn ihr noch aufnahmefähig seid, dann empfehle ich Euch gleich das nächste Video, wo es darum geht, wie man seine Träume verwirklicht und was seinen Traumleben wirklich bedeutet. Also dann seid kreativ und wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, Euer Christian. Tschüssi.